Hallo meine Lieben, hier für Player with Heart and Soul. Heute geht's bei Winning Part weiter. So, ich habe jetzt eine Vier-Runde gesucht oder selber erstellt. Also spielen wir jetzt mit 4 Spielern. Gibt auch einen ordentlichen Bonus. Und schauen wir mal, wie wir abschneiden gegen 4 Spieler. Ich hoffe, dass es vierfach so lang dauert dann. Wir haben einen einfachen Kurs gewählt. Wir haben natürlich harte Gegner vor uns. Und ich darf gleich mal abschlagen als Leader der Round. So, hoffentlich blamieren wir uns nicht. Dann schauen wir mal, ob das wirklich mehr Experience bringt und so. Ja, 34. So, also ich bin Level 6 jetzt. Level 29, Level 22 und Level 14 haben wir. Ja, wir spielen nur 6 Löcher, also. Wird schon gehen. Fairway. Ich habe mich auch jetzt ein bisschen in der Lobby schon umgeschaut, was es gibt zum Kaufen, aber ja, da ist leider meine Facecam im Weg ist. Also mein Goldkontostand ist 9333. Und die Sachen kosten echt ein bisschen mehr, aber. Fairway. Sag ja. Das ist ein Online-MMORPG, kann man sagen. Also dauert das natürlich ein bisschen länger, um da zu steigen. Weil wenn man jeden Tag oder an einem Tag schon Level 10 wäre, was ja dann mein nächstes Ziel ist, Fairway. Dass ich diese Ranking-Rounds machen kann. Dauert es schon ein bisschen so wieder. Oh. Overstrain. Ah, er kommt aber noch auf den Fairway an, oder? Fairway. Naja, wäre lieber gewesen, hier ein bisschen mittiger. Statt von hier nach da. Fairway. Naja, solange ich nicht auf dem letzten Platz lande, bin ich sehr zufrieden, denke ich. Doch keiner von den Hörern kommt richtig aufs Screen. Der schon. Welcher war das jetzt? Der Level 22, oder? Oh, die hat sich was eingeschmissen. Wo? Yes, approach and amazing. Müsste dir reichen. Oh, ganz gerade, oder? Awesome. Das Rollen noch ein bisschen besser berechnen.
bisschen vertan. Green. So viel Zeit hat er aber nicht mehr. Kriegt der ab. Oder los. Oh, gar nicht mal übel. On green. Ja, ich wieder mit Paar, oder? Liege ja auch nicht schlecht. Also, wenn der nicht reingeht. Good Paar. Ja, doch Paar. Und ein Birdie. Ja, die hat ja auch was eingeschmissen. So, nächstes Loch. Wieder ein Part 4. Okay. Minus 1. Ja, ich habe leider keine Insekten, Zuckerstangen und so. Wow, 227 Jahre. Wie möchte es aber wissen? Da komme ich nicht mehr halbwegs dran. Na, 200 gehen schon. Fairway. So, was machen meine Mitspieler? Wir können auch so hinter uns schauen. Oh, that was great. Oha. Ja, das kommt davon, wenn man gegen Profis spielen will. Naja. Aber die sind auch bloß ein paar Jahre von 27 oder so. Fairway. So, rüberziehen. Fairway. Ja, liegt ganz ordentlich. Interessant wird, ja, ich habe auch geschaut, wie viele Kurse es gibt, aber müssen wir die erreichen. Wir können leider die 3 easy machen. Also heißt das aufsteigen. Ah, jetzt kommt wieder die Power Lady. Die haut doch das Ding jetzt aufs Grün, oder? Sie nimmt nichts ein diesmal. Sie schlagt normal ab. Aber trotzdem.
Ah, Fairway. Hab schon gedacht, sie kommt noch weiter. Ja, Wahnsinn. Aber so dicht vom Grün ist das eigentlich auch nicht besonders. So. Oh, das war zu viel. Ja, da hätte er ja lang gefallen. Yes. Approach and amazing. Good approach. Oh, schlecht. Yes, approach and amazing. Ja. Das wird interessant beim Putten. Wir liegen hier. Ah, 22, 18, 14 Jahre. Schön, dass man das sehen kann. Und der trifft fast rein. Good approach. So. Bisschen. Und er geht. Will immer nicht, dass meine Bälle verhungern auf dem Weg zum Loch. Oh, doch so weit rüber. Bogey. Wenn jetzt alle Paar treffen, wird es echt hart. Oh! Der macht auch einen Bogey. Bogey? Das betrifft, ja. So, damit zwei Bogies, zwei Paar. Mir zwei Löcher gewinnen, um Gleichstand zu holen. Bunker. Ja, hat wohl die Power-Schutzstange nicht geholfen. Weil da drüber zu kommen, bringt eh nichts. Vor dem Sandloch und dann weiter ist, glaube ich, besser. Ja, wie er.
Der liegt besser. Von mir Segler, so weit komme ich gar nicht. Passt perfekt. Rough. Hätte ich nicht gedacht, dass das so weit rollt. Also was haben wir? Ein Bunker, zwei Ferries, ein Rough. Ich denke, dass keiner aufs Grün kommt. Ich sag mal, da kommt doch keiner auf Green her, aber einer schafft halt. Bis jetzt. Und der schmeißt gleich meine Zuckerstange ein, dass es aufs Grün schafft. Aber ich möchte noch einen erleben, der die Zeit im Auge behält. Und wo lande ich? Ihr wisst jetzt nicht den anderen Schläger. Das ist schon mal schief gegangen. Vielleicht schaffe ich es auch so, auch aufs Grün. Yes. Oh, oh, oh. Oh, 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 also das war doch gar nicht mal schlecht. Vom Rough aus. Puh. Könnte ein Birdie werden. So, die Tränke habe ich auch ein bisschen. Aber will ich noch gar nicht so verschwenden. Waren im Postfach noch. Oh! Beste Besitz macht Bunker zu Bunker. Hätte ich nicht gedacht. Mit Level 29. Auch ein easy Kurs. Und ein Hook. Jetzt verspielt sie ihr minus 1. Vielleicht wird sogar ein Double Bogey bei ihr. Oder nur ein Bogey, die sehr bald Paar, ob sie den reinbekommt. Oh! Uha! Bunker zu Bunker und noch ein Paar, hey. Hm. Interessant. Muss ich mich halt an der Nase kratzen. Der hat auch ein Plus, den dritten Schuss.
müsste auch ein Birdie werden, was da rankommt. Oh. Yes, Birdie. Also das Loch ist ja wohl ziemlich leicht. So, jetzt bin ich endlich wieder mal dran. Geht doch. So. Birdie. Sehr schön, mein Birdie. Das war Punkte und Gold. Sind wir wieder bei plus minus null. Ja, das Birdie noch. So, nächstes Loch bitte. Ein paar 2 wäre doch schön. Oh, paar 5. Oh, minus 1, minus 1. Haben wir noch zu spielen? 3 Löcher. Oh, das nächste ist paar 3 sehe ich hier schon. Paar 4 dann. Gute Vorausschau hier. Ja, viel kann man da nicht verändern. Ah. Aber er landet ja auf Fairway. Fairway. Also, ich mit dem dritten Schlag auf Green sein, wird aber nicht klappen, es wird der vierte werden. Sehr lang. Fairway. Power Lady wieder. Out. Fairway. 2,19 raus. So, wie weit komme ich? Ja. Nicht sehr weit. Ah, sieht man. Gehen wir den. Fairway. Oh, der nächste Schlag geht. Was ist das hierher? Oh. Mal schauen, auf die anderen Land. Ich glaube, ich muss den Weihnachtsmann noch besuchen. Auch wenn Weihnachten schon lang vorbei ist. Will ich auch noch eine Zuckerstange bekommen. Fairway. Oh. Fairway. Der wird spannend noch. Ja, bisschen weniger Power hier. So, wird das nicht. Ja, 293. Und fast gerade. Den Baum habe ich gar nicht gesehen. Aber der nächste Schlag muss aufs Grün kommen.
Heavy rough. Oh, heavy rough. Naja. Na, die Loch doch von hier aus sein. Na, nimm dann mal den Zucker. Nice swing you got there. Ja. Fairway. Hab ich euch gedacht, die geht weiter. Oh, Bäume machen gar nicht so viel. Wenn es gerade geht, dann trifft er den Ast hier. Hast du doch getroffen. Fairway. Schauen, wo der hingeht. Noch nice, ja. Yes. Grün. Also muss ein paar werden. Also erste oder zweite werde ich bestimmt nicht mehr. Aber raus auf den dritten. Ja, der überlegt aber lange. Oh, er kommt nicht. Cool. Fairway. Nice shot. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. That's it, that's it. Wow, 2 Zentimeter. Alright. Oh, der 5. Schuss. Oh, no way. Rüber. Anfang ging mich, aber ich gebe immer ein bisschen mehr Power jetzt. Und. Ja, paar. In. Nice. So. Und dann das Paar 3. Auf Freude, auf Freude. Alle 3 machen Hole in One und ich nicht. Das wäre der Hammer. Nach 2 Löcher.
Oh, das ist aber lang. 219 Yards. Kommen, dass die 220er Level bestimmt auf grün, oder? Power Shot und Hook von Bunga. Oh, ich komme nicht mal aufs Grün. Hm. Schade, schade. Fairway. Dann bräuchte hier einen besseren Driver. Aber mit dem Kontostand. Nö. Noch lange nicht. Fairway. Der ist noch ein bisschen über den Berg. So, Zuckerstange und volle Power. Fairway. So. Richtige Power. Und wo landet er? Uha. Aufgekommen kurz vorm Loch. That's it. So, ist das Loch fast hier, okay. Yes. All right. So. Sag mal. Aus dem Bunker ab hier. Das ist der, wo sich immer für die Zeit setzt hier. On green. Good approach. So. Ah. Wäre mal gut, wenn einer von diesen beiden ein Bogey macht. Ja. Oh. Der geht ein bisschen ab. Aber danach wird er gerade. Oh.
Ach, die haut doch den eh rein. Good par. Hm, der ist auch ziemlich nah. In. Nice. Also jeder ein paar. Auf zum letzten Loch, oder? Fairway. Ja, wissen wir auch, was ist das letzte Loch ist. Wir können mitzählen. Oh. Aber noch ein Fairway. Fairway. Jetzt mal schauen, wo man diesen Power Shot einstellen kann. Es gibt ja bei fast jedem Golfspiel beim Abschlag mehr Power rauszuhauen. So, der Baum zittert schon. Soll wohl eher Wind darstellen. Fairway. Fairway. Greenside Bunker. Einmal fast gedacht. So, da muss meine aufkommen. Oh. Rough. Also es ist echt schwer, diesen mittleren Strich zu treffen. Mit dem Anfänger-Level eigentlich viel größere ja, größer Abstand sein. Ungefähr wie hier unten. Green. In dem, dass man gerade schlägt. Danach soll es ein bisschen kleiner werden. Um gerade zu schlagen. Alle 10 Level dann. So immer 5 mm enger. Von Balken machen. Oh. Ja, jetzt darf ich mit dir aber hab überpowered. Aber wenn es rough war, wir haben bremsvoll drüber gehauen. Fairway.
Also, da spiele ich das Unentschieden zwischen mir und dem hier total. Dann die da auf dem vierten Platz durch. Yes, approach and amazing. Also, so ein paar von der Entfernung würde ich nicht reintreffen. Leider sehen wir Gitter beim Gegner nicht. Oh, hey. Nicht schlecht für die Entfernung. Birdie Shows, oder? Na, ja. Klar. Birdie. Nochmal Replay. So, Chippen. Chippen. Ich glaub's ja nicht, ich bin nichts mehr an, ey. Oh. Oh, das ist 7 gleich. So. 24, 22, 25, 23, dritter Platz wohl. Ja, die Runde gibt halt durch diese 550% Buff, kann man so sagen, hey, richtig schön Power. Oder Experience. Sind das noch 3 Level schon Ranking-Match entfernt. Und wir haben einen neuen Kurs freigeschaltet. Das ist da auch schön. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Euer Player Wizard & Soul und bis zum nächsten Part. Ciao!